zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla wieder mit dem Alex. Und mir ist kurz gestartet, habe ich gerade gesehen. Ich habe ein paar Runen dazu bekommen. Ja. Hallo? Hä? Wieso ist denn hier noch? Aha, okay, ja, egal. Wo können wir denn? Hier haben wir eine Rune drauf. Eins zum Schleichschaden, das ist das gleiche. Da haben wir einen Schleichschaden nochmal drauf. Hier haben wir eine Rune nochmal. Rune Lebens drauf. Haben wir Rune drauf. Hier haben wir gar keine Rune. Was habe ich denn auf der anderen Waffe drauf? Angriff. Das 3,2 Angriff und wie viel für die eigentlich dann? Ne, ne, ist schon mehr. Aber das Tempo ist nicht, ist langsamer, ne? Genau. Aber mich irritiert das gerade hier. Quest, genau, jetzt muss ich erstmal hier mit Sigurd sprechen, weil wir hatten ja letztes Mal das Gespräch eben. Das sind unsere Leute, ne? Genau. Das sind die so ein Harald. Wo ist er denn? Letztes Mal hatten wir das eben, dass ihr Vater von Harald dahin. Aufsammeln, hier noch ein bisschen auf. Genau, der Vater von Sigurd hat eben Harald seine Treue geschworen und hat gesagt, er will unter ihm dienen. Und das will Sigurd und ich natürlich auch nicht, ne? Jetzt klappen wir mal. Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht so laut. Haralds Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Vor zwei Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Kassandra? Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein. Sondern ein Neuanfang für uns selbst. Ja, das ist eine Frage, ne? Und das ist unser Vater, also mein Ziehvater. Ja, ich verstehe deinen Einwand. Dann überlass Kjötvis Schätze deinem Vater. In Englerland gibt es genug Silber und Waren für uns alle. Gut. Ich wollte nicht, dass diese Wolke über uns hängt. Ein weiser Anführer achtet auch auf die Bedürfnisse anderer. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr.
Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Na, aber wenn auf einmal 5000 Leute gleichzeitig aus der Halle rausstürmen, nö, da haben wir keiner was. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Aha. Interessant. Heißt, wir legen jetzt nach Englerland. Da ist echt nichts mehr los. Was sind wir denn gerade? Schon hier bei uns. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ah ne, hier ist die große Halle, ja. Ah ne, hier haben wir nix. Jetzt werden wir ablegen. Aber wahrscheinlich wird uns Harald dann nochmal irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist die Frage. Eivor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Ruhm. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein, gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Tja. Ja, stechen wir in See und reißen noch mal zurück ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner. Okay. Was passiert jetzt? Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug! Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Jarl Styrbjörn, unsere Männer wurden bei einem Rundgang in der Nähe getötet. Und man sagt, Eivor hätte die Axt geschwungen. Könnten die Toten sprechen? Was würden sie über ihren Tod berichten, Wolfsmahl? Sie würden sagen, dass sie uns beleidigten und dass ich sie dafür erschlug. Da die Toten sich nicht verteidigen können, fordere ich ein Wehrgeld. 50 Stück Silber für jedes Leben. Per Gesetz. 50 Stück? Du kriegst es von mir. Ein Vater zahlt den Preis für die Torheit seiner Kinder. Das war großzügig, ja. Wieso Englerland? Wieso alles fortwerfen für eine unsichere Zukunft? Hier könntest du der Held des Königs sein, Eivor. Dein Name wäre bekannt in allen Ländereien Haralds. Nein, ich werde mich nicht mehr in den Plänen anderer verfangen. Ich webe mir mein eigenes Schicksal. Ja, true. Eivor spricht für uns beide, Vater. Du hast deine Ehre gesetzt und deine Familie verloren. Ich hoffe, der Tausch war es wert. Wut und Trauer kämpfen um mein Herz. Doch ich bin heilfroh, dass sie uns Leben verlasst. Ich hab 2 Leute umgebracht. Die haben einfach nur gezahlt. Was ist denn da los? Was machen die 2 Assassinen da? Sind die? Ich hab dahinter gesteuert. Ah, er muss sitzen, okay, ich darf nicht mal. Die Zeit der Tränen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke! Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge! Halte die Kraft gut ein, Doug. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Sigurd! Wie lautet der Kurs? Das sind alle? Ragnars haben eine Festung an der Küste errichtet.
Dort landen wir an. Ragnar Lothbrok kennt man noch von Vikings, ich zumindest. Auf das Tor uns einen mächtigen Frucht schickt, um uns anzutreiben. Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues König. Ich kann nichts steuern übrigens. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen und den Ruhm, den wir diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Walhall! Das ist, was ich vorletzte Folge gesagt habe. Dieses Assassin's Creed Valhalla Theme Logo hier aufblenden. Also jetzt geht es erst wirklich los. Ha? Sind wir jetzt dann außerhalb? Die Madame Kemmer von Odyssey? Also, ich meine, ich habe Odyssey nicht gespielt. Also, ich habe gespielt, aber nicht aufgenommen. Hat Fisch hier mal gemacht und wird es weitermachen. So wie ich es mitbekommen habe. Mal gucken, was wir jetzt außerhalb vom Animus machen. Und ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen. Ich habe ja noch nicht viel gesammelt. Ein paar Sachen kann ich erst sammeln, wenn wir wieder zurückkommen. Habe ich ja letztes Mal mitbekommen. Und dann hinter unserem Wasserfall. Ah ja. Und Zigarette. Aha, was ist hier los? Aha, den kennen wir auch. Da bekommt mein ewiges Leben, so wie ich es bekomme. In einer Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Zierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Zierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean. Aha, was passiert jetzt? Hab das nur ich mitbekommen, oder? Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? Ah, das ist Eivor. Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. So, mal schauen, was er hier zu sagen hat. Ich glaube, den kenne ich auch irgendwo her. Also. Hast du meinen Tee? Oh, Minztee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauch sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut. Gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Passt.
Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also, es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Soll ich gleich wieder rein? Dann kann ich mir was anderes auch noch anschauen. Okay, das kann ich nur mit ihm. Kann ich mit ihr reden noch? Ah. Ja, mal gucken. Ich bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. Ja, ein ganzes Spiel gespielt. Laptop verwenden. Sehen wir uns das mal an. Die Boten. Ja, lol. ISO. Boten. Edenstab. Stab. Okay, das ist der eben aus Odyssey. Bilder. Abstergo. Oh, schöne Bilder. Da liege ich, aber woanders lebe ich noch. Was haben wir denn weggeworfen? Danke, dass du mich so überaus detailliert ins Bild gesetzt hast. Jetzt werde ich bestimmt wieder besser schlafen. Ach lol, ich habe mich nicht mit Covid infiziert. Nein, wir sind nur zu dritt und versuchen unter dem Radar zu bleiben. Aha. Lala. Mit Covid ist es schon interessant. Aber die Frage ist, wahrscheinlich haben sie einfach später noch reingebracht. So als kleiner Gag. Also, keine Ahnung. Richtig Ort in England. Und dann Winchester, York, Essex, Gloucestershire und Leicestershire irgendwie so. Aha. Nein, nein, komm schon, Sean. Schalt das Ding aus. Oh, ich... Ich lebte. Ich starb. Und nun schlafe ich. Ah. Layla, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Unterhaltung von mir und Bex mit Desmond. Aus 2012. Dezember, glaube ich. Nur... Moment, ich stell das nur schnell hier hin. Nehm dir alles auf, worüber wir reden? Du hast den Animus so oft benutzt. Ich dachte. 12. Okay, also. Was für ein Assassin's Creed war das? 12. Das ist hübsch. Beruhigend. Wann macht das Sinn, wenn wir jetzt dann eben. Ist es okay, wenn ich Musik anmache? Ja, mach ich. Ist schon längst an. Cool. Ja, schau mal wieder aus. Was hat er denn zu sagen? Hallo, Layla. Sean, was hältst du von dem Grab? Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Das kennen wir. Schon, was letztes Jahr passiert ist, ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team... Vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Fragen, also, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast war recht. Ja echt am ich Anfang weiß, mit dabei. Vor 8 Jahren, 2012. Sean war fleißig. Ah, ne, hä? Hier.
abschließen eh. Was haben wir hier? Untersuchen wir mal. Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Das machen wir. Die war, glaube ich, auch dabei. Geht's dir gut? Besser. Desmond. Aber ich mache mir Sorgen, dass das nochmal passiert. Die zwei Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie zwei Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Boah. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für, du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Hast. Was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Können wir schlafen? Wenn das vorbei ist, schlafe ich wieder in einem echten Bett. Der dürfte doch auch relativ bequem sein. Aber wir gehen auf jeden Fall wieder zurück. Aber die waren währenddessen Miles dabei. Was vor 8 Jahren war? Was war denn vor 8 Jahren das Assassin's Creed? Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Vor 2 Jahren war es Odyssey. Vor 4 Jahren dann ungefähr Origins. Alles okay? Syndicate? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Ich könnte... Nein, ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen, es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich und im Schlaf träume ich und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ja, Wolfsmal ist selber. Ziemlich verstörend. Oder? Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los. Sei wieder ja gewohnt. Assassine. Okay, noch nicht Assassine. Oh. Pfeil verschossen. Bin gespannt, ob es Ähnlichkeiten gibt hier bei Valhalla. Mit Ragnar Lothbrok. Oh. Englerland. Englerland, unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege. Aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden oder. Da haben wir ein paar drüben. Wir sollten nichts überstürzen. Da ist Cassandra drüben. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Jo, richtig schön. Wir müssen wachsam sein. Randvi, die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Tür, grüß euch. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt.
Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Neue Quest, ja. Soll dieses Schwanne Weg nach Hause. Kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit. Sigurd, wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein. Doch Halfdan, unser Besuch wird Siedlung. Sie kaum verärgern. Von den vier Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dark. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar! Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer an Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Mal kurz Mapscha. Okay. Hier, ein paar Abzug, ein paar Aussichtspunkte. Ja, mal schauen. Wie das von der Mapgröße bleibt oder ob sich das nochmal ändert. Wessex, Mercia und Northumbria. Was ist hier dann? Efervik. Aha. Ich werde dieses Kreuz vom Dach holen. Steht er da auf eigentlich oder mit ihm los? Hä? Seht mal! Was geht da vor sich? Getauft, oder? Eine Taufe, Dark. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es dort denn sowas wie Reichtümer? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Dort gibt es viele Schätze. Später, Dark. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Da los. Edelsteine wahrscheinlich. Verraten wir. Haltet die Boote an. Seht drüben. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Aha. Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager auslösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Ja. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Genau, das heißt es. Was ist denn los? Mal forschen ein bisschen. Hilf mir, sei meine Augen. Hammer 1, 2, da oben ist einer. 3 auf jeden Fall. Okay, 3 auf jeden Fall. Mal schauen, dass wir das erste Mal Stealth machen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Aha. Ich will aber hier wieder raus. Ich will dann nicht hochklettern. Weg mit dir! Aber den ersten. Mal Pfeile holen. Ja, genau. Jetzt nochmal kurz auslösen. Es sind jetzt noch 5. Okay.
Okay, ich würde jetzt mal sagen, den hier können wir da reinziehen. Wo schaut der hin? Schaut bitte. Hier war einer, der sich bewegt, ne? Schön ihn hier reinziehen. Weg mit dir. Es ist richtig schön, wenn man halt mit dem Attentat einfach einen tötet. Nichts tragen. Hier kann ich verpfeifen. Gott schütze mich. Was geht da? Komm rein, bevor der andere wieder zurückmarschiert. Schön. Irgendwann wird es so kommen, dass ich einen nicht in den Attentat machen kann. Und dann stehe ich da. Da braut sich was zusammen. Rein mit dir. Den kann ich so machen. Schön. Nicht tragen. Ich dachte, da kannst du es plündern. Boah, das ist das 0,0 und das dachte, dass da ein Fenster sein könnte. Dass mir hier noch ein bisschen was anderes überrascht. Hier habe ich noch ein bisschen was zu essen. Ich habe das schon mal schön clean gemacht. Essen. Die Kette ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. Eine kleine Truhe geplündert. Was ist hier? Nachdem wir einige Versuche durchgeführt haben, konnten wir feststellen, dass diese Seekette selten den robusten dänischen Langschiffen standhalten wird, solange der Mechanismus intakt ist. In den kommenden Monaten werden einige weitere dieser Ketten über die Flüsse gespannt, die landeinwärts führen. Es ist unser bester Schutz gegen die Überfälle, da ist es von äußerster Wichtigkeit, dass sie gut gewartet werden und jederzeit einsetzbar sind. Jegliches Beschädigen und Zerstören Vorrichtungen muss unverzüglich gemeldet werden. Okay, ah, okay, ich glaube, weiß nicht, was das meint, wie der gerade ist. Oben. Nee, Köcher. Was muss ich jetzt machen? Oder muss ich einfach weg und dann wird es nochmal hier reinfallen. Erledigt. Der Weg ist frei. Wollen wir noch oben schnell Pfeile oben, dass die wieder voll sind? Die Kette ist weg! Eivor, zurück zum Schiff! Wir sind fast da. Ja, ich will noch Pfeile mitnehmen. Gut so, Jungs, bin wieder da. Haben wir schon gemacht, das Lager, und ich hoffe, das geht so weiter. Das ist das geile erste Speed, dass du nicht direkt so kämpfen musst, sondern kann das schön alles easy machen. Das haben wir deine Hauptkämpfe, aber sowas kannst du smooth machen. Lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Wir sind alle tot. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Da ist das nächste links. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sagen Sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es wo ist das hier? Achso, jetzt? Hat dir gerade einen Geisterbrot? Werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was, Doug? Und er kann sich glücklich schätzen.
Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Gleich davon. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. So, da bin ich gespannt, ob es da Ähnlichkeiten fester gibt. Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendetwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Wie sieht's echt hin? Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Wir stehen 100 Meter vor dir. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie als gemeinsam. Jarl. Wer seid ihr denn? Aber ich kann hier schnell noch Fertigkeiten. Giftschaden und so weiter. Kleiner Giftschaden. Sind wir hoch. Betäubung sind wir hoch. Das, genau. Zwei Punkte haben wir noch. Nochmal ein schwerer Schaden. Drücke R, wenn der Gegner zu Boden fällt, um auf dein Gesicht zu treten. Das ist schon mal nicht schlecht. Warte mal, was ist hier? Wenn du den Rücken deines Gegners sitzt, richtest du mehr Verteidigung. Ist es nur Bogen hier? Schleichen, Bogen ist hier eher. Hier automatisch Feinde hervor, wenn du geduckt und unentdeckt bist. Das ist auch was, was ich demnächst hingehen muss. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Dark Eivor, komm mit Hund. Zu mir. Ah, zu dir. Du stehst direkt vor uns. Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Vornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Okay. Erledigen wir sie! Tötet die heidnische Hunde! Hast bekommen, was du tust! Ja. Das ist nicht gut! Ja, das ist alles, wenn die nicht mit mir kämpfen. Kann ich dann Abdruck dafür nehmen? Was war das jetzt? Weg mit euch! Weg! Weg mit dir! Genug jetzt! Weg mit dir! Weg mit dir! Ich bin noch beim Ausgang ein bisschen. Erstick an meiner Gelenke! Ach, der Aster ist weg. Aha. So leicht besiegst du mich nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Wer ist er hier?
Und der vorbei geslidet, ne? Das ist nicht so gut. Zurück! Ich lass dich bluten. Okay. Ah, fuck. Lass mich da. Was hat der denn? Okay. Haben wir sie. Ich will keine weiteren Überraschungen. Gut. Ich überprüfe das Langhaus. Proviant ist voll. Ich überprüfe das Langhaus. Das Langhaus ist... Ich hätte gedacht, wir finden wenigstens einen, der... Ach, die haben schon so fettes Langhaus. Ja, so, ja, bin voll. Hat der vorhin kein Schwert irgendwie. Lieber, das ist Langhaus, also irgendwas ist hier passiert. Also, klar. Halt! Wer bist du? Was seid ihr denn? Bist du etwa zu dieser Räuberbande? Sigurd, Tag, hierher! Die Männer hielten Gefangene! Weg mit euch! Also ich weiß, ich bin nicht der Fan von der Axt hier oder von dem Streichholm, was es ist. Weg mit den Kisten hier. Ja, nee, ist nicht so mein Favorite. Ich, ehrlich gesagt, oh ja. Ehrlich gesagt bin ich da echt überlegen, dass ich einfach. Also hier 46, hier eine 5, da habe ich ja kein alles Ding, ne? Die wieder, ja, weil das ist echt schon ein bisschen crap gewesen. Ihr da, bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Er sitzt genau vor denen. Das ist... Okay, der ist König oder der Prinz. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Ja, Freunde auch. Der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Fornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Nice. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Was kommt jetzt? Die anderen sind da. Kommt. Achso, ja, wir sind nur mit einem Boot reingefahren, ne? Richtig. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Geehrte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim.
Wir nehmen aber die Häuser von den anderen jetzt, oder was? Schmied? Das ist unsere erste Siedlung und uns einzig, ich keine Ahnung, ob mehrere werden. Aber ich schon mal vielsprechend. Vor allem ist echt geiler Ort. Und das ist das, wo ich das Space Building, das Absetzen von unserem Dorf, ist schon das, was ich mir auch freue. Weil es auch bei Assassin's Creed neu ist, Mann. Es ist schon. Was ich geil gefunden hätte, wenn man so ein schönes Lager hätte, wo man alle Waffen gesehen hätte. Das habt ihr mal beim Zweier, glaube ich. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engla, Nordhümbre und Westsexe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Auf einmal steht es auf der Karte, klar. Gefällt mir. Dein innerer Poet hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Passt. Sehr gute Arbeit. Hrefnatorp. Was hast du noch gefunden? Weltkarte öffnen. Hrefnatorp. Dann ist es schon ein großes Ding. Also ich glaube, dass die Map schon relativ groß ist. Stark. Ich muss mit Gunnar sprechen. Quests habe ich nur die eine, oder? Jo, da wird wahrscheinlich dann irgendwas passiert noch. Irgendwas passiert. Genau hier. Mercia sind wir jetzt. Die Rabenplans. Die Schauplätze, okay. Personen. Das sind die zwei, also keine wichtigen Personen. Das sind die Sachsen. Und Gegner waren jetzt die Schleuderer. Die Schleuderer. was war für Tutorials haben wir hier? Was haben wir bekommen? Siedlung, das ist ein Abenteuer und die Wahlheimat deines Clans. Kümmere dich gut um sie, um neue Gebäude freizuschalten, neue Dienstleistungen zu entdecken und so einen Horizont zu erweitern. Sofort der 100. Das wird wahrscheinlich nochmal erklärt dann. Rida ist der Kopf einer Geheimgilde, die als die Tausend Augen bekannt ist. Das Netzwerk der Tausend Augen besteht ausschließlich aus Waisenkindern, nur für Rida arbeiten und täglich Quests anbieten, um hilflosen Menschen zu unterstützen. Aha, das sind einfach die Nebenquests. Dann werden natürlich auch alle gemacht. Genau. Dann. Da haben wir es hier schon hochgebaut. Und wenn du hier rauskommst, ach geil. Sieht nice aus. Ist ein schönes Land. Aber das war's jetzt hier mit Valhalla, mit der Folge, wenn es euch gefallen hat. Also wir machen natürlich dann auch bei Gunnar weiter. Wir haben wahrscheinlich das Dorf ein bisschen, das werden uns wahrscheinlich ein bisschen erkennen, wie das Dorf ein bisschen besiedeln kann. Und dann geht's weiter. Also wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, positiv bewerten, nicht vergessen, schaut bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video.
Ciao.